Aida Borbano und ihr Vater genießen den Blick auf ihre Felder, wenn dort alles wächst und gedeiht. Die beiden arbeiten hart dafür, unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten anzubauen. Dadurch wird ihr Boden im Dorf El Tambo im Süden Kolumbiens wieder fruchtbarer und die Ernte fällt üppiger aus. Unsere Großeltern haben uns beigebracht, dass das Land von Unkraut freigehalten werden muss. Viel Vegetationsdecke wurde also entfernt. Die Bäume wurden gefällt. Oft wurde die Brandrodung angewendet. Anstatt die entfernten Pflanzen im Wald verrotten zu lassen, wurde alles immer in Brand gesetzt. Ihr Wissen hat sich die Mutter von zwei Kindern in einem Kurs der Landpastoral der Diözese Pasto angeeignet, einem Partner von Miserior. Früher wuchsen hier oft nur Monokulturen. Heute baut Aida mit ihrer Familie Früchte, Kaffee und Gemüse an und verkauft vieles auf dem Wochenmarkt in der Stadt. Dank dieser Anbaumethode sieht sie täglich, wie sich die Bodenqualität und das Mikroklima verbessern. Es sei kühler, der Boden halte mehr Feuchtigkeit und dadurch wachse alles besser. Claudia Borbano ist lokale Mitarbeiterin der Landpastoral. Sie unterstützt seit mehr als 10 Jahren die Bäuerinnen und Bauern in der Region von El Tambo. Die Ziele unserer Arbeit sind der Schutz und Erhalt der Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Wald und Saatgut. Dazu gehört auch die Vielfalt der Arten und die nachhaltige Produktion von gesunden Lebensmitteln, hauptsächlich für den Eigengebrauch der Familien und der anderen Gemeindemitglieder. Die Verantwortlichen der Landpastoral und die Bäuerinnen und Bauern müssen gegen viele Widerstände kämpfen. Gerade die Frauen auf dem Land haben es schwer und brauchen Unterstützung. Die Denkweise der lokalen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ist oft schwierig zu ändern, weil sie nach alten Bräuchen und Sitten leben. Praktiken wie das Umgraben des Bodens, das Brandroden oder der Anbau eines einzigen landwirtschaftlichen Produkts sind in ihren Köpfen fest verankert. Wir beobachten jedoch eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Bauernfamilien durch alternative Anbaumethoden. Eine Verbesserung seiner Lebensbedingungen möchte auch Bauer Ovemar Biberos erzielen. Er hätte nach seinem Agrarstudium eine Arbeitsstelle bei Behörden oder Unternehmen in der Landwirtschaft bekommen können. Doch er hat sich bewusst dafür entschieden, das Land seiner Eltern zu beackern. Viele junge Männer wenden sich von der oft wenig lukrativen Arbeit als Kleinbauer ab und gehen in andere Gegenden, um zum Beispiel im Coca-Anbau mehr Geld zu verdienen. Der 30-Jährige setzt neben Bio-Kaffee auch auf Getreide, Bohnen und Gemüse. Dies macht ihn vom Preisverfall des Kaffees unabhängiger. Er hat in den Kursen der Landpastoral zusammen mit anderen Bauernfamilien gelernt, wie Pestizide den Menschen und der Umwelt schaden. Nach jahrelanger Präsenz in unserer Region hat es die Landpastoral unter anderem geschafft, viele Leute zu sensibilisieren. Dank ihrer Aufklärungsarbeit wissen die Menschen heute, wie wichtig es ist, sich um unser gemeinsames Haus zu kümmern. Inzwischen bearbeiten Aida Borbano und ihre Familie dank der Unterstützung des Miserior-Partners ihre Felder auch sehr viel effizienter. Durch den Verkauf ihrer Produkte auf dem Markt können sie sogar Geld für Anschaffungen zurücklegen. Das macht das Leben auf dem Land viel angenehmer als früher. Eine andere wichtige Veränderung hat mit unserer Gesundheit zu tun. Dank der nachhaltigen Produkte, die wir in unserem kleinbäuerlichen Betrieb produzieren, werden wir nicht mehr so oft krank. Aida Borbanos größter Wunsch ist es, dass auch ihre Kinder das Leben auf dem Land genießen und hier bleiben. Denn wo soll das Essen für die Menschen in den Städten herkommen, wenn niemand mehr Landwirtschaft betreibt? Sie alle leben das Leitwort der Miserior-Fastenaktion 2024. Interessiert mich die Bohne.